wenn dieser Tatbestand nicht gewesen wäre, dann ist es für, auch für die Christen selber, muss es klar sein, wenn sie nicht an diese Auferstehung und Opfertodlüge glauben, dass es völlig irrelevant ist, daran glauben zu müssen, dass Jesus Gott ist oder nicht Gott ist. Es ist irrelevant, denn wir beten doch nur diesen einen Gott an und es ist doch völlig egal, ob er dann ein Gesandter wäre oder Gott der Mensch geworden wäre. Es wäre irrelevant, obwohl es falsch ist, ist es vom Glaubensinhalt irrelevant. Aber im Zusammenhang mit der Opfertodlüge existenziell, denn ansonsten geht sie ja nicht auf. Und deswegen war es so wichtig, dass dann letzten Endes im Konzil von Nicäa diese Wesenseinheit festgelegt wurde, um auch diesen heidnischen Glauben ganz klar zu manifestieren, der sich dann bis heute gehalten hat und von denjenigen unbewusst verteidigt wird, die dann sagen, Jesus ist Gott. Sie glauben, dass dies Religionsinhalt ist, ist es aber nicht. Es ist nur erforderlich, um die Auferstehungslüge weiter am Leben zu halten. Die Auferstehung der Götter zur Sündenvergebung, daraus ist geworden die Auferstehung Jesu. Also nur eine kleine Veränderung, die es erfahren hat. Die Heiden haben also ihren heidnischen Glauben beibehalten und haben ihre Heimat gefunden in der christlichen Religion. Das ist letzten Endes die ganze Wahrheit und deswegen sagen wir den Christen, dass sie doch wirklich ihre Schriften zu lesen haben und dass Gott es sehr klar und sehr deutlich manifestiert hat und seine Propheten und eben auch den Propheten Jesus, der als er von sich selber spricht, auch von einem Propheten spricht, wahrlich ein Prophet gilt am wenigsten im eigenen Land, sagt er, als er von seinen eigenen Leuten beleidigt und schikaniert wird. Warum soll er denn nicht sagen, wahrlich ein Sohn Gottes gilt am wenigsten im eigenen Land? Oder er hätte doch zumindest sagen können, siehe, ich bin Gott und wie sie mit mir umgehen. Und da kann man doch nicht sagen, Jesus habe dies verheimlicht, damit er nicht hingerichtet wird. Denn letzten Endes ist es ja nach christlichem Glauben genau dazu gekommen. Und dann wäre es doch zumindest kurz vor der Kreuzigung, wenn er doch sowieso jetzt gekreuzigt wird, wenn sie meinen, hätte das versteckt, dann hätte er doch wenigstens da im Evangelium nachlesbar sagen können, so damit ihr wisst, ihr werdet jetzt den allmächtigen Gott kreuzigen, damit die Menschen nicht in die Irre gehen. Aber das tat Jesus nicht. Im Gegenteil, er betet es zu Gott, dass Gott ihm diesen Kelch ersparen möge, nämlich einen schlimmen Kelch als Verfluchter am Holz zu hängen. Und dieses war für ihn eine schlimme Sache und deswegen betete er, dass Gott ihm doch dies ersparen möge. Und tatsächlich antwortete Gott dieses Gebet. Und das können wir auch im Evangelium lesen. Wer ist denn da ein Vater, und zwar ein menschlicher Vater, der seinem Sohn einen Stein gibt, während der Sohn um einen Fisch bettelt? Damit macht Jesus klar, die Gebete werden erhört. Und jetzt betet er, dass der Kelch an ihm vorbeiziehen möge und Gott habe dieses Gebet nicht erhört. Dann wäre ja die ganze Predigt Jesu vergebens. Wir sehen, das ist die ganze Wahrheit. Und Gott wurde nicht am Kreuz genagelt und auch nicht sein Sohn, sondern Jesus, der Prophet, wurde von Gott errettet. Und es ist so wichtig, dass die Christen sich davon lösen, weil dieses Trotzdenken, in dem sie meinen, sie könnten sich dadurch gegen den Islam abheben, bringt sie ganz einfach in das Verderbnis. Deswegen Jesus auch in der Bergpredigt sagt, dass an jenem Tage er die Menschen sagen wird, ich habe euch nie erkannt. Zuvor sagt er, an ihren Früchten kann man die Menschen erkennen. Das heißt, wenn er nun als Richter ihre Früchte doch kennt, weil er der allmächtige Gott ist und das ganze Leben sie dann gesehen hat mit all ihren Früchten und Taten, dann wird er ihnen doch sagen, ich kenne euch, weichet von mir, ihr Übeltäter, aber er sagt, ich habe euch noch nie erkannt, weil er deren Früchte gar nicht kennt, weil er nicht Gott ist und weil er eben nicht allwissend ist und auch nicht Zeuge war, als sie all diese Taten begangen. Als sie aber nun am Tage des jüngsten Gerichts oder wenn sie am Tage des jüngsten Gerichts nunmehr vorbringen, was sie getan haben, wird er anhand ihrer Rede erkennen, dass es Übeltäter sind und bestätigen das Urteil Gottes, dass es Übeltäter sind. Und dann heißt es in der Bergpredigt, weil sie im Namen Jesu gehandelt haben. Das heißt, man hat versucht, diese Rede auch wieder zu umgehen, indem man sagt, Jesus meint die Namenschristen. Das sagt er aber nicht. Er sagt, ich habe euch noch nie erkannt. Zuvor sagt er, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Er kennt die Früchte nicht, aber antwortet ihnen dennoch, dass sie Übeltäter sind, als Antwort auf ihre wörtliche Rede, die ihr Handeln im Leben wiedergibt. Und wenn er die Früchte, das heißt ihr Handeln, in Lebzeiten nicht kennt, dann geht es nicht um die Qualität der Taten, sondern
ob sie jetzt Teufel ausgetrieben haben als Namenschristen oder als wahrhafte Christen, sondern es geht um das, was permanent dann wiederholt wird, dreimal in aller Deutlichkeit, haben wir nicht in deinem Namen. Und mit dieser Wiederholung auch deutlich gemacht wird, was sie zu Übeltätern macht, nämlich dass sie im Namen Jesu handeln. Und das ist auch völlig klar und deckt sich mit dem, was auch in den Geboten zu lesen ist. Du sollst keine Nebengötter haben. Und wenn man eben im Namen Jesu Kranke heilt, ist das ganz klar ein verbotener Nebengott. Und das ist verboten, genauso verboten, dass die Juden sich Moses zum Gott nehmen, der sogar wörtlich sagt, ich bin euer Gott. Was Jesus nicht einmal wörtlich sagt, so hätte aus der Rede heraus, denn die ist es ja, die man analysiert, die Christen ja auch analysieren, sie nehmen zum Beispiel das Wort, ich bin der ich bin, ja, und wenn Jesus dann irgendwie sagt, ehe Abraham ward, bin ich, und dann versuchen sie das umzustellen und sagen, das ist die wörtliche Rede Gottes, ich bin der ich bin. Was sollen denn dann die Juden sagen, wo Moses sagt, ich bin euer Gott, ich bin euer Herr? Da ist nichts mit irgendeiner Umstellung oder Interpretation, das ist da wörtlich nachlesbar. Und trotzdem ist Moses nicht Gott. Das heißt, von der wörtlichen Rede, die man charakterisiert und beurteilt, hätte es Moses viel mehr verdient, zu sagen, dass er der allmächtige Gott ist, weil es wirklich in der Ich-Form so ausgesprochen wird, als Jesus. Man sieht aber auch die gewaltige Weisheit Gottes, dass Jesus nicht so spricht wie Moses und tatsächlich nirgendwo dann da steht, dass Jesus sagt im Evangelium, in keines der ausgewählten Evangelien, die er sogar nachweislich von denjenigen ausgewählt wurden, die ja dann auch die Trinitätslehre vertreten haben und auch dann diese Evangelien nicht haben zugelassen, die diese Lehre widerspricht oder tangiert oder ihnen in ihrem Gusto nicht entspricht, finden wir in diesen vier Evangelien nicht einen einzigen Vers, in dem Jesus das sagt, was Moses gesagt hat, nämlich in der wörtlichen Rede, ich bin euer Gott, ich bin euer Herr. Sondern immer wieder in der indirekten Rede. Das ist die Weisheit, weil Gott wusste, dass die Zeit kommen wird, dass man glauben wird, dass Jesus Gott ist. Und Gott will diesen Menschen nicht die Möglichkeit geben, dass sie am jüngsten Gericht sagen, aber es stand doch im Evangelium drin, dass doch Jesus Gott ist, dass sie also Gott vorwerfen könnten, dass sie durch das Evangelium getäuscht wurden, weil es da drin steht. Es steht nicht drin. Es steht nicht ein einziges Mal drin. Selbst als es dann heißt, der Vater und ich sind eins, ist es im Kontext zu lesen, in der Absicht. Er sagt dann, damit es noch deutlicher wird, der Vater ist größer als ich. Und er sagt, über die Stunde weiß ich nicht Bescheid. Das weiß nur der Vater. All diese Informationen dienen nicht irgendwelchen Phrasen, sondern damit die Menschen das lesen, die die Wahrheit suchen und begreifen, wer Jesus war. Der hilflose Prophet, wie er sagt, hilflos ohne die Hilfe Gottes, sondern nur mit der Hilfe Gottes tatsächlich die Wunder vollbrachte. Und deswegen erübrigt es sich, darüber sich Gedanken zu machen, ist Jesus Gott oder nicht. Die einfachste Antwort ist, das Evangelium gibt nicht in einem einzigen Vers Anlass dazu, auch nur annähernd darüber nachzudenken, dass Jesus Gott ist. Denn Jesus löst nichts auf. Und wenn man liest, wenn er sagt, wenn ihr Moses nicht glaubt, dann glaubt ihr auch mir nicht. Damit ist alles gesagt. In Johannes 5 sagt er das übrigens. Dann ist alles gesagt, denn Moses sagt sogar, ich bin euer Gott. Ich bin der wahrhafte Gott. Oder in Jesaja nachlesbar, kein Gott neben mir. Und dieses lesen wir nicht im Evangelium, sondern da sagt Jesus, höre, o Israel, das allerhöchste Gebot, Gott ist einer. Und er sagt nicht, höre Israel, das allerhöchste Gebot, ich, euer Gott, bin einer. Denn wenn nun tatsächlich Jesus eine ganz andere Stellung hätte als Moses, tatsächlich Gott wäre, dann muss Jesus das entsprechend auch in seiner wörtlichen Rede wiedergeben. Ansonsten legt man ihm durch falsche Interpretation diese Dinge in den Mund. Das tut man auch. Und nur deswegen und nur aus diesem Grund glauben sie daran, dass Jesus Gott ist. Und aus Worten, die man falsch interpretiert und völlig falsch darstellt und einfach nicht mehr das liest, was da steht. Wie zum Beispiel bei diesem berühmten, der Vater und ich sind eins. Das muss man genauer lesen. Da steht nur ein Vers danach, worum es geht, nämlich dass die Jünger, die Jesus in den Händen hält, dass niemand ihn aus der Hände entreißen kann. Ja, weil der Vater hat ihm diese Jünger gegeben und in dem sind sie eins. Ja, weil Gott es nicht will, dass Jesus die Jünger aus den Händen gerissen werden, deswegen wird sie ihm auch keiner nehmen können. Das steht da so eindeutig drin und nicht im Wesen. Denn Jesus sagt auch in der Bergpredigt, wer diese meine Rede tut, den vergleicht er mit einem klugen Mann. Das heißt, es ist die Anforderung an den Verstand. Aber wenn wir die Barmherzigkeit durch der Botschaft sehen, ist hier nicht sehr viel
Verstand erforderlich. Man muss einfach nur lesen, was da steht und nicht dem glauben, der Menschen, die versuchen, von dieser Schrift abzulenken, mit neuen Inhalten zu füllen, die Menschen zu täuschen und was sie auch getan haben und eine völlig neue Religion zu formieren, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, womit Jesus gekommen ist, der Messias, zu den Kindern Israels zu dem und nicht zu allen Menschen, was er auch ausdrücklich betont. Und auch dies ist nicht einfach nur eine Phrase, sondern um die Wahrheit zu bekräftigen, damit jeder weiß, Jesus ist nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und er macht klar im Johannesevangelium, dass die Wahrheit noch nicht beendet ist, dass da noch jemand kommt. Auch dieses ist nicht einfach nur eine Phrase, sondern damit man begreift, es kommt noch ein Prophet nach Jesus. All dieses dient der Barmherzigkeit, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit zu erfassen und der Wahrheit zu folgen. Wassalamu alaikum wa rahmatillah an meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen. Denkt tief nach und kommt zur Wahrheit.